Moin, meine Lieben. Herzlich willkommen hier beim Valparola Pass Tag 1 Specspot Porsche. Viel Spaß. Gerade Straßensperren sind schon wieder offen, die Autos fahren vorbei. Aber bis jetzt ist ja nur der Porsche Taycan durchgefahren. Und ja, wir haben ein paar krasse Drohnenaufnahmen gemacht, sind heute auch wieder super früh aufgestanden, waren schon um 4 Uhr auf den Beinen und standen hier, glaube ich, ab 6 Uhr. Ja, wir haben gerade Mittag gegessen und jetzt geht es auch schon wieder weiter. Wir machen noch ein, zwei Drohnenaufnahmen, nehmen den Porsche hier in der Kurve mit und danach riggen wir die Kamera hinten ans Auto ran und ja, schauen dann coole Autoshots zu machen. Oh mein Gott, pray for me, oh mein Gott. Ist gut? Ja, not bad. Okay. Zweiter Drehtag von unserem Porsche Taycan Spot. Wir waren so um 6 Uhr am Flughafen in Bozen. Das Model war irgendwie noch bei Make-up und so. Wir haben inzwischen alles eingerichtet, hergerichtet. Dann ging es mit dem Heli los. Moritz wurde hinten festgebunden. Sind dann nach 40 Minuten eigentlich wieder zurück zum Flughafen. Die ist auch safe gelandet. Wir sind safe gelandet. Alle happy. Good job. You saw all my face. You see my face? Oh my God. Jetzt sind wir hier im Planetarium und drehen unsere nächste Szene mit dem Model. Das wird wahrscheinlich dann genau hier sitzen, wo ich sitze. Und wir werden so einen Schuss machen, wo man dieses wunderschöne Planetarium sieht und diese Symmetrien aus den Sitzen. Genau in diese Kuppel werden dann Sterne und Galaxien hineingebeamt. Dann fühlt es sich so an, als wäre man irgendwo im Universum. Schon um 4 Uhr morgens ging es wieder los. Wir hatten heute zwei Units. Eine Unit, da war ich am Start. Wir sind ins Schwimmbad gefahren vom Brixen und haben da Unterwasseraufnahmen gemacht. Und Lira hat zum ersten Mal Unterwasseraufnahmen gemacht, deshalb war es auch nicht so easy am Anfang. Wir mussten irgendwie ja, sie gut briefen, aber dann ging das eigentlich ganz gut und wir haben ein paar coole Unterwasseraufnahmen bekommen. Die andere Unit, wo Moritz dabei war, die haben im Tunnel noch Aufnahmen mit dem Porsche gemacht. Und jetzt sind wir hier bei einem Steinbruch und den lassen wir jetzt gleich aussehen wie den Mars. Und wir schauen, dass Lira, die wird hier an den Bagger, sagen wir euch danach, an den Manitou rangehängt und mit einem Seil nach oben gezogen und die schwebt dann in der Luft. Und das Ganze soll halt so aussehen, als würde sie hier an eine Klippe gehen, sich an den Rand stellen und dann einfach losschweben. Jetzt haben wir hier gerade hinten noch die letzten Shots vom Porsche gemacht. Haben so getan, als würde Lira mit dem Porsche fahren, aber sie kann gar nicht fahren, weil sie hat keinen Führerschein. Und deshalb haben wir einfach die Lichter rumgezogen und es sieht dann so aus, als wäre sie noch gefahren. Let's go, let's go, let's go!